Ja, es tut mir leid, ich habe für Aufregung gesorgt, weil ich dachte, es ist erst um 11 und ich muss mit dem Jetlag noch kämpfen. Aber alles hat gut geklappt, ich bin hier und vor allem wichtig ist nicht, dass ich hier bin, sondern dass Christine, Nilifer und Martin hier sind und wir können das Podium auch auf Deutsch machen. Ich dachte, ich mache eine ganz, ganz kurze Einleitung zu meiner persönlichen Geschichte mit Kurdistan. Als ich 1998 bei Medico anfing, also weil das fängt ja nicht bei 10 Jahren Rojava an, ne? Das wird Martin, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen sagen. Da kam ich an und dann gab es, wie hieß das, Kurdistan-Report? Ja, also es wurde ein, Medico hatte also, es standen überall solche Stapel herum mit einem Kurdistan-Report. Ja, und ich dachte, ja, was ist denn das, um Gottes Willen? Ein Kurdistan-Report, der also regelmäßig verteilt wurde. Mir war das ganze kurdische Thema vollkommen fremd. Ja. Ich kannte sozusagen Öcalan, dachte, ach, dieser Stalinismus, das waren so die Briefmarken oder noch weniger, die mir bewusst waren. Und dann wurde ich bei Medico langsam eingeführt, dass das ein bisschen komplexer ist, als dass man das darauf reduzieren könnte, dass es ein ethnisches Problem ist und dass die PKK stalinistische Züge damals noch hatte. Dann hatten wir 2002, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich da richtig erinnere, ein Treffen aller psychosozialen Partner aus der Welt. Da waren Opfer, Diktaturopfer aus Chile da, da waren Apartheid-Opfer aus Südafrika da und Karim Loth auch damals mit Frauen aus irakisch-Kurdistan oder Kurdistan im Irak gelegen, im Nordirak. Und alle haben sozusagen ihre Geschichten erzählt und auch erzählt, welche Arbeit sie machen. Und dann kamen die Frauen aus dem kurdischen Nordirak und erzählten ihre Geschichte. Und damit war klar, alles, was hier erzählt wurde, ist nichts im Vergleich zu dem, was die kurdischen Bewohnerinnen und Bewohner im Nordirak unter Saddam Hussein erlebt hatten. Nichts. 100.000 verschleppte Väter und Männer, die nie Kinder, Söhne, die nie wieder auftauchten. Und alle, die wir da saßen, die wir links waren, solidarisch waren, haben festgestellt, wir wissen davon einfach überhaupt nichts. Ja, wir haben also über unsere 3.000 Verschwundenen in Chile geschafft, weltweit riesige Tränen zu vergießen. Aber dieses Ereignis, was sich, glaube ich, bei allen Kurdinnen und Kurden in der Region, nicht nur im Irak, tief in ihr Bewusstsein eingeschrieben hat, war für uns bedeutungslos gewesen. Das war ein tiefer Schock für all das, wie wir so einfach dachten über Kurdistan. Ich hatte dann noch eine Gelegenheit mit Martin, werde ich auch nicht vergessen, waren wir bei einer Versammlung, weiß ich nicht mehr wann, das war mit kurdischen, mit deutschen Kurdinnen und Kurden in Frankfurt und alles junge Leute, alles unglaublich kluge Leute, eine wahnsinnig spannende Debatte, wo ich auch dachte, das kennst du alles nicht. Ja? Also was wir hier machen, ist nicht nur über 10 Jahre Rojava reden, sondern vielleicht über diese ganze nicht abgegoltene Geschichte an den Kurdinnen und Kurden in Irak, Türkei, Syrien, Iran auch ein paar, wo dann tatsächlich man sagen muss, dass Medico eine der wenigen Organisationen in Deutschland waren, die tatsächlich sich immer damit beschäftigt haben. Also das hat ja Frau Grünberg auch toll gesagt und bin ich ihr nochmal sehr dankbar. Also jetzt nochmal zur Einleitung, bevor wir jetzt über das Rojava-Projekt reden, dass wir vielleicht nochmal klar haben, dass wir hier über einen viel, viel größeren Kontext reden, den wir vielleicht dabei nicht vergessen sollten. So, jetzt stelle ich das Podium vor. Es war jetzt so eine kleine persönliche Bemerkung am Rand. Ich hoffe, ich nehme es mir nicht übel. Ich fange links an. Christine Lüttich kennen wir gut. Mit Christine arbeiten wir schon seit vielen Jahren eng zusammen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Teil der Geschäftsführung von Adopt a Revolution. Wir haben gemeinsame lange Erfahrungen in der Beschäftigung mit der syrischen Revolution. Sie hat Adopt a Revolution mit gegründet, die entstanden, eine Solidaritätsinitiative, die im Zug des syrischen Aufstands entstanden ist. Sie ist freiberufliche Gutachterin zu Syrien und Libanon.
und zudem künstlerisch in unabhängigen Projekten der freien Szene in Berlin involviert. Und manchmal ist es so kompliziert, dass sowieso nur die Kunst hilft, oder Christine? Dann freue ich mich sehr, dass Nilüfer Kosch hier ist. Sie ist die Sprecherin der Außenpolitischen Kommission im Nationalkongress Kurdistans. Vielleicht wirst du es uns noch mal genauer erklären, was diese Funktion bedeutet. Lieber nicht. Außenministerin vielleicht, ja. Der Nationalkongress setzt sich für die Verbesserung, hat mir Anita aufgeschrieben, des nationalen Dialogs zwischen den politischen und zivilgesellschaftlichen Parteien, zivilgesellschaftlichen Organisationen in Kurdistan ein. Nilüfer Kosch kam 1976 als Kind von kurdischen Arbeitsmigrantinnen nach Deutschland und studierte hier Politikwissenschaft an der Universität von Bremen. Zudem war Nilüfer Kosch Co-Vorsitzende des Nationalkongresses Kurdistan. Ich kann dazu relativ wenig sagen, was das bedeutet. Das machst du dann. Und hat sich in dieser Zeit hauptsächlich in Rojava und Südkurdistan aufgehalten. Also sie bringt sozusagen die Perspektive aus Kurdistan selbst mit, aber auch die Perspektive als Migrantenkind und Deutsche, die eine spezielle migrantische Geschichte hat. Dann neben mir rechts sitzt Martin Glasenapp. Er hat viele Jahre bei Medico gearbeitet, ist ehemaliger Nahostreferent bei Medico International und vor allen Dingen immer engagiert gewesen, was alles bezüglich Kurdistan betrifft. Von ihm habe ich sehr viel gelernt darüber, dass man darüber anders denken muss, als ich damals hier anfing. Er kennt sich sehr gut eben sowohl in der Kurdistan-Türkei, in der ganzen Levante aus. Er ist auch selbst vor Ort gewesen für Medico damals noch. Das musste er jetzt leider aufgeben, weil er seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen als Mitarbeiter von Katja Kipping, der Linken, der Senatorin, jetzt Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin, vorher als Bundesvorsitzende gearbeitet hat. Aber ich denke, das ist immer noch ein Heimspiel für dich, Martin. Weil ich wette, dass du alles ganz genau verfolgst, was da passiert. Also da können wir uns sicherlich alle gut verständigen. Wir haben jetzt 1 Stunde 15 Minuten und ich habe schon zu lange geredet, oh Gott, oh Gott. Wir haben gesagt, wir machen das hier auf dem Podium. Wir werden also keine Öffnung zum Publikum hin machen. Aber ich denke, wir haben auch hier alle drei sehr verschiedene Perspektiven, sodass wir vielleicht auch hier genug Gespräch haben. Die Idee war jetzt, dass Christine anfängt. Wir haben alle drei haben einen kurzen 10- bis 15-minütigen Input vorbereitet. Da bleibt uns ohnehin so viel Zeit nicht mehr zum Sprechen. Sie wird die syrische Perspektive auf Rojava darstellen. Die ist nicht ganz unkompliziert, wie wir wissen. Wir haben auch immer wieder gemeinsam Diskussionen, auch zum Teil kontroverse, gehabt. Und die Frage an dich, was ist nötig für eine gemeinsame Perspektive zwischen denen, die hier sozusagen die syrische Revolution repräsentieren und die wie wir zur Solidarität für Rojava aufrufen. Aber Medico unterstützt auch die syrische Revolution. So, funktioniert das? Ja. Super. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und ich komme eigentlich gerade frisch aus dem Urlaub, ganz anderer Kontext und war so, oh Gott, jetzt wieder die harten politischen Themen und dann bin ich 5 Minuten hier und merke doch, dass ich dem so stark verbunden bin, dass es mich immer wieder reinzieht und diese Solidarität und das Nicht-Alleinlassen von Menschen, die vor Ort leben, einfach keine Alternative gibt. Also das vielleicht nochmal danke auch an die Initiative, das heute hier zu organisieren. Ganz kurz zu meinem persönlichen Hintergrund. Ich habe von 2007 bis 2011 selbst in Syrien gelebt und gearbeitet. War in allen Städten Syriens, bis auf Qamischli tatsächlich, muss ich gestehen, das habe ich nicht geschafft, aber in Hasake, Amude, Aleppo, Raqqa und Damaskus habe ich gelebt und gearbeitet. Und mir ist es wichtig, vielleicht nochmal so ein paar einordnende Dinge zu sagen, die eventuell bekannt sind, aber glaube ich wichtig sind, nicht zu vergessen. Denn wenn wir über Rojava reden, dann reden wir über Syrien auch. Und das ist wichtig deswegen, weil die Gründung, wir haben ja jetzt, ne, sprechen von 10 Jahren, halt in dem Kontext auch möglich war, dass es einen friedlichen Aufstand gab, im März 2011 genauer zu sagen, der das auch ermöglicht hat, sozusagen diesen Schritt zu gehen.
Und das muss man verorten. Und dieser Aufstand, der wird häufig, gerade hierzulande, von der hiesigen solidarischen Bewegung mit Rojava so gut wie nicht erwähnt. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich so mitgeben möchte auf diese Diskussion in den nächsten zwei Tagen. Lasst uns das nicht vergessen. Denn nur das ist möglich gewesen und ist auch weiterhin möglich, wenn progressive Kräfte sowohl in der Region Rojava, Nordostsyrien, als auch im Resten Syriens sich miteinander verbünden, miteinander kooperieren, sich miteinander austauschen. Und damals, 2011, ich war damals noch 2 Monate selbst in Syrien, musste dann das Land leider verlassen, war es wirklich ein Aufbruchsmoment. Also viele Freundinnen von mir, die ich damals kannte, haben sich schon im Kontext von Libyen das allererste Mal getraut. Ich bin zu schnell, ja. Klassischer Fehler, ich bemühe mich, haben sich damals das allererste Mal im Kontext von Libyen wirklich getraut, vor der Botschaft zu protestieren. Und das ist in einem Land wie Syrien, die Menschen, die es kennen, wissen, ist, das ist nicht nur die Gefahr von Haft, die Gefahr von Repression, es kann dazu führen, dass man nicht wieder lebend von so einem Protest auftaucht. Und das ist in Syrien wirklich, das ist auch nicht mit Ägypten zu vergleichen, muss man sagen, ist auch nicht mit Tunesien zu vergleichen. Syrien ist wirklich eines der repressivsten Regime der Welt. Und viele hatten damals, und das war für mich wahnsinnig spannend, die Hoffnung, dass man wirklich endlich über ethnische, über konfessionelle und auch über soziale Grenzen hinweg, denn das wird auch häufig vergessen, es gibt eine wahnsinnige soziale Spaltung in diesem Land, trotz der vermeintlichen Behauptung eines sozialistischen Regimes, sich selbst organisiert haben in sogenannten Basiskomitees. Und das ist vielen nicht mehr bekannt und es gab auch keine, anders als in Rojava würde ich auch sagen, sozusagen Führungsstruktur und eine Ideologie, die vorher bestand, sondern man hat sich eigentlich sehr spontan auf Straßenprotesten für Würde, für Freiheit, gegen die massive Ungerechtigkeit, also Auslöser war ja nochmal als Erinnerung die Festnahme von mehreren Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren, die damals einfach an eine Hauswand oder eine Schulwand in der südsyrischen Stadt Deraa geschrieben haben, das Regime soll stürzen, weil sie das im Radio, im Fernsehen verfolgt, im Kontext der Aufstände in den arabisch geprägten Ländern, verhaftet wurden und nicht wieder auftauchten. Und das war sozusagen diese Initialzündung von vielen, was ich aber auch in den 4 Jahren, wo ich dort gelebt habe, schon verstanden habe an massiver Einschränkung basaler Grundrechte. Und die haben sich selbst organisiert und sie haben versucht, in sogenannten Basiskomitees, die sich dann auch in den sogenannten Local Coordination Committees als Dachverband gegründet haben, das habt ihr auch dann damals schon als Medico mit begleitet, selbst zu organisieren. Und damals waren auch noch Demos in ganz Syrien, die gemischt waren. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe dann später im Libanon ein Projekt für Filmemacherinnen unterstützt und wir haben einen Kurzfilm zum Beispiel bekommen aus Ashrafieh. Das ist ein Stadtteil in Aleppo, der gemischt ist, wo wirklich Lösungen auf Arabisch und auf Kurdisch erfolgten, wo gesagt wurde, Azadi, also Freiheit, aber auch Hurriya auf Arabisch, wo die Leute gemeinsam auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir sind keine Islamisten. Das Framing, was das syrische Regime und was auch Teile des Auslands versucht haben, uns aufzuoktroyieren, das stimmt nicht. Und damals gab es halt sehr viel Hoffnung und den Wunsch, der teils als naiv bezeichnet wurde, ich würde es auch lieber utopistisch nennen, dass sich Teile, dass diese Revolution zu einer wirklichen Umkehr führen kann der Verhältnisse. Und viele von meinen Freundinnen damals, und sie waren wirklich aus Damaskus, aus Sweda, wo die drusische Minderheit lebt, aus Aleppo, aus Hasake, haben diese Hoffnung gehegt, dass jetzt wirklich endlich dieser Schritt gegangen werden kann hin zu einem wirklichen, und das mag manchmal etwas banal klingen für uns hierzulande, einem Staat, der wirklich Bürgerrechte garantiert. Und das ist in Syrien aber wirklich ein großer Schritt, denn de facto ist dieses Regime, und wenn man sich die Verfassung anguckt, davon geprägt, dass es einfach eine totale Diskriminierung gibt und eine Konfessionalisierung, die geprägt ist von ethnischen, religiösen und sozialen negativen Einschränkungen. Und gleichzeitig ist natürlich klar, dass diese jahrzehntelange Diskriminierung von Kurdinnen und Kurden in Syrien allumfassend war. Und ich denke, alle, die hier sitzen, ich muss da jetzt nicht viele Worte verlieren, sind sich dessen bewusst. Und dass die Politik war Teile und Herrsche von Assad, vom Vater schon selbst davor, noch zu Beginn der Baas-Partei, aber auch später. Und all das muss man sagen, dass die kurdische Sprache nicht unterrichtet werden und gesprochen werden durfte, dass es keine Eigentumsrechte gab oder nur sehr eingeschränkt. Keine Reisepässe, der Entzug der Staatsangehörigkeit. All das, muss man sagen, war in der arabischen Mehrheitsgesellschaft nicht präsent.
Also nicht in dem Maße, man wusste davon, man hat es gemerkt, weil es beispielsweise keine kurdischen MitarbeiterInnen im Staatsdienst gibt in Syrien, das ist einfach nicht möglich. Gleichzeitig gibt es aber diesen starken arabischen Dominanzanspruch, der auch aus der panarabischen Doktrin kommt, also diese Idee nach der Unabhängigkeit zu sagen, wir brauchen eine neue Bezugskomponente und die ist arabisch. Und da würde ich sagen, das ist einer der großen Konfliktlinien, der bis heute das auch begleitet und auch diese Schwierigkeiten und auch das Misstrauen prägt. Und da denke ich, braucht das sehr, sehr viel Arbeit, weil das seit 40, 50, 60 Jahren, wenn nicht sogar länger, geprägt wurde. Der zweite Punkt ist, dass diese natürlich auch im Kontext der, das war sozusagen alles von vor 2011, und dass es auch ein zweites einschneidendes Erlebnis gibt, was ganz viele Menschen in Syrien, die ich kenne, die in den Großstädten aufgewachsen sind, kein Begriff ist. Das sind die Ereignisse oder die Revolte von Qamishli 2004, als es zu der brutalen Verfolgung von Aufständen im Kontext eines Fußballspiels gab, was einfach in der Bevölkerung, in der kurdisch geprägten Bevölkerung als es gibt keine Solidarität, niemand setzt sich ein, niemand demonstriert, als alleingelassen wahrgenommen wurde. Und gleichzeitig gab es auch in der Oppositionsbewegung, die sehr marginal war, die extremst repressiv behandelt wurde in Syrien, also in der allgemeinen politischen Opposition, wenig Kontakte, wenig enge Bündnisse mit kurdischen PartnerInnen. Und all das war sozusagen geschuldet und deswegen ist es wichtig, dass Rojava nur dann erfolgreich sein kann, wenn auch sozusagen für Syrien Freiheit und Würde gilt. All das war massivste systematische Politik des Assad-Regimes und das ist ganz klar gekennzeichnet von diktatorischen Regimen, dass sie versuchen zu teilen und eben gegeneinander auszuspielen. Was hat sich 2012 gewendet? Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Es gab diese anfängliche Euphorie. Viele von meinen Freundinnen haben wirklich über Stadtgrenzen, über auch Geschlechtergrenzen hinweg gemeinsam Blutkonserven geschmuggelt von Hama nach Salamir, was eine Minderheitenregion ist, von Qamishli nach Raqqa. Also es gab all diese Austausche, aber 2012 ist etwas passiert, was wahnsinnig negative Dynamik losgesetzt hat, diese Bewaffnung. Und diese Bewaffnung von der syrischen Opposition, der sogenannten Freien Syrischen Armee, die war einerseits notwendig, wirklich um einfach das Recht auf Existenz, Überleben zu verteidigen. Sie hat aber auch dazu geführt, dass zivile AkteurInnen marginalisiert wurden. Also jene, die von Anfang an eigentlich diese Revolution getragen haben, initiiert haben. Und das hat zu einer ganz großen Angst und Marginalisierung geführt innerhalb nicht nur der zivilen Gruppen, sondern auch der Oppositionsgremien. Denn da wurde der Prozess de facto vom sogenannten Westen, wenn man so möchte, noch langsamer. Okay. Das ist für meine Verhältnisse schon sehr langsam. Ich bemühe mich. Da wurden nämlich sozusagen die Gründung von Oppositionsgremien maßgeblich in die Hand regionaler Kräfte gelegt. Wir erinnern uns die ersten Gründungen des sogenannten Nationalrats, der in Katar stattfand. Später dann der Nationalen Koalition, die in Türkei ausgelagert wurde. All das hat dazu geführt, dass auch die kurdische und arabische Spaltung sozusagen durch diese Regionalkräfte weiter gefördert werden konnte und der Westen sich nicht engagiert hat. Und das ist der große Punkt, den wir im Kopf haben müssen. Es gibt eine starke Verantwortung seitens der internationalen Gemeinschaft, dass diese Spaltung und auch die Möglichkeit von dieses demokratischen Projekts, was in ganz Syrien bestand, nicht weiter verfolgt werden konnte. Und das ist sozusagen aber auch der Appell an die hiesige Zivilgesellschaft, denn wir sitzen ja heute nicht in der parteipolitischen Kontext hier, sondern in zivilgesellschaftlichen Kontexten, eben sich auch mit dem syrischen Aufstand zu solidarisieren. Mit den Resten, die davon da sind. Und wir werden ganz häufig als Adopt a Revolution gefragt, ach, den Aufstand gibt es doch gar nicht mehr und das sind doch alles nur noch bewaffnete Gruppen oder diese arbeiten, kooperieren mit den Dschihadisten. Und es stimmt nicht. Also wir unterstützen nach wie vor 13 Initiativen syrienweit, darunter auch einige, die sich in der Region Rojava befinden, aber auch beispielsweise Frauenzentren in der Stadt Idlib, Begegnungszentren in einer Stadt wie Azaz, die sehr, sehr viel durchgemacht hat im Umland von Aleppo, wo sich Menschen aus ganz Syrien, denn wir reden ja von über 6,5 Millionen Binnenvertriebenen, also mehr als ein Viertel der ganzen Bevölkerung, also die Dimensionen sich nochmal klar zu machen, das ist so, als ob 20 Millionen Menschen in Deutschland nicht nur von Berlin nach Frankfurt beispielsweise vertrieben werden, sondern von Berlin nach Köln, nach Frankfurt und dann vielleicht noch nach Bremen. Unklar, ob sie jemals wieder zurückkehren können. Und diese Versöhnungs- und Austauschprozesse, die finden auch in diesen Orten statt.
Und das wird leider häufig nicht gesehen. Und das ist mein Appell auch an alle, sich dem zuzuwenden. Denn ich denke, nur dann kann es auch im gesamtsyrischen Kontext eine Chance für Rojava geben, gemeinsam wieder über eine Utopie zu denken, die gegenseitige Toleranz und Akzeptanz ermöglicht. Wie bin ich denn in der Zeit? Habe ich noch 5 Minuten? Nein, das hast du nicht mehr. Nicht? Okay, gut, dann mache ich dann 2 Sätzen. Was wichtig ist, ist aber auch der Punkt von Kobane. Also für viele ist, wenn wir über Kobane reden und den Anschlag des Islamischen Staates 2000, und den Befreiungskampf ab 2014, dann wird das ja positiv gewertet. Und der Blutzoll, der wurde ja schon angesprochen, ist wahnsinnig hoch innerhalb der kurdischen Gemeinschaft. Gleichzeitig war es ein Enttäuschungsmoment, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, in der mehrheitlich arabischen Gesellschaft, denn Homs, Aleppo, Latakia und viele andere Städte in Syrien wurden schon 2 Jahre vorher massivst bombardiert durch Raketenangriffe, durch Chemiewaffen und so weiter. Und es gab keinen Beistand von westlicher Seite. Und diese selektive Solidarität auch der internationalen Gemeinschaft und erst dann zu intervenieren, hat ganz tiefe Spuren hinterlassen und eine tiefe Skepsis hervorgehoben, die dazu führt, dass es wirklich heute, ich würde sagen, so eine Art, das ist ein sehr unschönes Wort, aber es gibt wirklich ein Gefühl der Opferkonkurrenz unter vielen SyrerInnen und Freundinnen, die ich wahrnehme, die sagen, warum wird unser Leid nicht anerkannt? Und auch beispielsweise ein guter Freund von mir, sein Bruder ist seit 2015 verschwunden, er wurde vom IS in Raqqa entführt, er war Medienjournalist, ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Wir müssen, genauso wie es wichtig ist, die Opfer auf kurdischer Seite vom IS anzuerkennen, ein Großteil der Menschen in Syrien sind eben auch arabische Menschen, muslimische Menschen, die ganz, ganz stark unter dem IS leiden. Viele Freundinnen von mir haben Familien, also ich habe einen weiteren Freund, dessen Cousine bis heute verschwunden ist und ihr Freund sind nie wieder aufgetaucht. Das mitzusagen öffentlich schafft, glaube ich, auch Verbindungen, die es in der Zukunft auch ermöglichen, wieder miteinander zu reden und zu sagen, wir teilen ganz viel und wir gucken nicht auf die Unterscheidung. Genau, das ist... Ich wollte noch so viel mehr sagen, aber da komme ich vielleicht später noch zu. Du kriegst eine 2. Runde. Super. Okay. Vielen Dank, Christine. Entschuldigung, ich wollte das Klatschen nicht abbrechen. Also, ich denke, wir haben hier eine große Chance, dass wir das gemeinsam diskutieren. Aber ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass wir hier 10 Jahre Rojava reden. Weil wenn uns das gelingt, auf eine kluge Weise zu tun, haben wir vielleicht eine nächste Konferenz, wo wir auch das gemeinsam diskutieren können. Ich komme ja gerade aus Chile, wie gesagt wurde. Und es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint, das universelle Subjekt oder sogar dann wegen nichts das universelle weibliche Subjekt zu schaffen. Da haben wir jetzt alle eine schöne kalte Dusche bekommen. Also von daher muss man vielleicht auch die Unterschiede noch mal ein bisschen genauer herausarbeiten, um zu verstehen, was passiert ist. Das hängt sich möglicherweise nicht am Opfer auf, sondern vielleicht an anderen Fragen. Nilüfer, ich würde dich jetzt bitten, 10 Jahre Rojava für dich Revue passieren zu lassen. Ein bisschen hat ja auch Christine schon was geliefert, um das du vielleicht jetzt auch aufnehmen wirst in deinem Vortrag, wie die letzten 10 Jahre erlebt wurden. Es gibt ja einen entscheidenden Punkt, den Medico jetzt immer stark betont, dass ihr euch ja von einem reinen Nationalstaatsprojekt als Kurden im Rojava verabschiedet habt. Also dass es nicht mehr darum geht, einen eigenen Staat zu schaffen, was sicherlich kein einfacher Prozess war. Wenn du darüber ein bisschen reden könntest, wäre uns, glaube ich, sehr geholfen, um überhaupt zu verstehen, worüber hier wir gemeinsam sprechen. Herzlichen Dank an Medico. Eine Organisation, die seit 30 Jahren für alle, fast alle Teile bis auf den Osten, also iranisch besetzten Kurdistan, für den Norden, Süden und in den letzten 10 Jahren auch Rojava große Dienste geleistet hat. Und zwar in den wirklich schwierigen Zeiten des Krieges. In den 90er war es nicht einfach, sich positiv zu den Kurden zu äußern. Heute ist es ein bisschen einfacher. Aber in den 90er war es wirklich nicht sehr einfach. Und gerade in der schwierigen Zeit war Medico in Südkurdistan, angefangen von Halabja bis in den Norden, als die
Todesschwadronen etwa 17.800 Menschen verschwunden lassen haben, ermordet haben. In der Zeit, als 5.000 kurdische Dörfer im Norden zerstört worden sind. Und jetzt auch in Rojava, wo Elefanten in größerem Maße Krieg führen und die Ameisen sich bemühen, etwas zustande zu bringen. Medico stand immer auf der Seite der Kleineren. Und deswegen herzlichen Dank und ich hoffe, dass Herr Cohen diese Tradition fortsetzen wird. Er kommt ja aus der Region, ist zum Teil gehört auch zu unserer Familie sozusagen, aus der Region her gesehen. Und herzlichen Dank auch an Martin, der lange Jahre wirklich unermüdlich sehr viel geleistet hat. Und auch alle anderen. Und für mich ist es heute wirklich schwierig, hier zu reden, weil da sind lauter Rojava-Experten. Ich kenne ganz viele Freundinnen und Freunde, die sich seit Jahren solidarisch, also jetzt nicht nur mit Rojava, sondern insgesamt mit der kurdischen Frage oder mit den kämpfenden Kurdinnen und Kurden solidarisiert haben. Ich denke, um Rojava tatsächlich als Exempel zu verstehen, ist es wichtig, Kurdistan insgesamt in seiner Gesamtheit zu sehen, denn wenn in einem Teil etwas experimentiert wird und dort aufgrund von externen Interventionen scheitert, dann kann man das Experiment von einem Teil auf das andere übertragen. Und im Falle von Rojava würde ich sagen, dass die Revolution Frauenfreiheit als einer der größten oder als eine der goldenen Regeln, die neue Beziehung zwischen Mensch und Natur, was wir insgesamt im ökologischen Balance zuordnen, gesellschaftliche Ökonomie, alles, was von der Basisdemokratie her geschaffen wird, war ein Experiment, das 2005 bereits im Norden von Kurdistan, also im türkisch besetzten Teil, angesetzt worden sind. Und zwar wurde am 20. März 2005 von dem kurdischen Denker Abdullah Öcalan der demokratische Konföderalismus als eine Lösung, als eine gesamtkurdische Lösung für alle vier Teile Kurdistans ohne die Veränderung der Grenzen, ohne der Forderung, einen kurdischen Nationalstaat als ein Maßstab für die Freiheit gesehen, erklärt. Und in 2005 bis 2015 florierte die Gesellschaft in Kurdistan. In Diyarbakir, der inoffiziellen Hauptstadt Kurdistans, wurde Demokratie experimentiert, die schrittweise auch nach Ankara verlagert worden ist. Es wurden Brücken geschlagen zu Ankara, zu Kayseri, zu Trabzon, zum Schwarzen Meer, aber Quelle von der Demokratie war halt der Norden, also Nordkurdistan, Bakur. Und das wurde peripheriemäßig in die Türkei verlagert, weil mag sein, dass wir Kurden im Vergleich zu der Mehrheit der Menschen in der Türkei, die sich als türkisch bezeichnen, benachteiligt sind, weil wir Kurden sind, weil die türkische Staatsverfassung unsere Sprache, unsere Identität einfach leugnet. Und man kann ja sich sagen, ich bin Türke, aber Kurde zu sagen war schwierig und ist immer noch schwierig. Dass gerade die Kurden, weil sie zweierlei Unterdrückung erfahren haben, auch aufgrund ihrer ethnischen Verfolgung, und das Besondere und das Revolutionäre ist, dass sie vom Opfer nicht zum Täter geworden sind, sondern gesagt haben, okay, wir haben türkischen Rassismus, türkischen Faschismus erfahren, auch von der türkischen Linke. Und da möchte ich auch auf Christins Äußerung, die oppositionelle Brücken zwischen den Kurden und den arabischen Oppositionen einzugehen, noch später eingehen, weil ich finde, das ist sehr wichtig und das ist auch erforderlich. Es ist eine Wunschvorstellung. Aber die Kurden haben tatsächlich gesagt, unsere Freiheit ist auch abhängig von der Freiheit der Dynamik in der Türkei insgesamt. Und 2005, als das Modell des demokratischen Konföderalismus ausgerufen worden ist, florierte Nordkurdistan. Tausende von Kooperativen, Frauenräten, Volksräten, die mesopotamische Ökologiebewegung wurde gegründet, Berufsgruppen organisierten sich. Diese Idee war so, wir brauchen eigentlich die Grenzen gar nicht zu verändern, wir können die Grenzen überflüssig machen, wir können den Staat überflüssig machen. Der Staat, der in Form von den Gouverneuren in den größeren Städten Kurdistans den Staat vertreten und als Repressionsorgan mit seinen militaristischen Strukturen da anwesend ist, können wir überflüssig machen, wenn wir selber für uns sorgen können. Und wir können das, was hier in der Sprache der Linken hier Basisdemokratie heißt. Wir organisieren die kleineren Leute. Wir sagen, hallo, wenn ihr zusammenkommt, entsprechen eure Interessen und das ist eine Vielfalt. Die kurdische Gesellschaft ist nicht homogen. Wir haben etwa 8 verschiedene Glaubensrichtungen. Wir haben eine Gesellschaft, die aus Frauen, Männern, Kindern, Älteren, also eine ziemlich bunte Gesellschaft.
auch von berufsmäßig. Wir motivieren alle, sich selber zu organisieren. Wenn wir was brauchen, gucken wir das aus der Solidarität, Kraft zu schöpfen. Da brauchen wir nicht immer an der Türen des Gouverneurs zu klopfen. Wir können das so selber machen. Und wir hatten seit 99 sowieso ohnehin 100 Gemeinden, die heute leider alle beschlagnahmt vom Erdogan-Regime. Aber die Gemeinden waren für die Infrastruktur da, die Volksräte, die Frauenräte, die Jugendräte. Kurdistan florierte und das war quasi so eine Autonomie da, eine de facto Autonomie im Norden von Kurdistans. Und Öcalan hat sich gerade von seiner Zelle auch bemüht, in İmralı, 2012, 2013, gerade nach dem arabischen Frühling bemüht, um halt dieses, was geschaffen worden ist, auf den Beinen zu halten, dem türkischen Regime klarzumachen, dass ohne Grenzveränderungen auch eine Demokratisierung in der Türkei über die Kurden möglich ist. Allerdings hat das Regime 2050 nicht akzeptiert, sondern die ganzen Errungenschaften dem Erdboden gleichgemacht. 200 Menschen in den Kellern verbrennen lassen. In der parallelen Zeit, diese ganzen Erfahrungen, die im Nordkurdistan waren, die wurden dann langsam schrittweise nach Rojava übertragen. Und zwar gerade, wo alle doch am Anfang auf die arabische Revolution hingewiesen haben. Die arabische Revolution hat die kurdische Bewegung natürlich sehr dazu bewegt, zu sagen, ja, was könnte denn demnächst kommen in der arabischen Welt? Und man war sich sicher, es wird Syrien sein. Schrittweise wurden die ganzen Erfahrungen auf Syrien verlagert, auf Nordostsyriens. Damals hieß es eigentlich nicht Rojava, sondern Kleinsüden. Und 2012 wurde das dann plötzlich Rojava, der Westen Kurdistans. Ohnehin gab es 20 Jahre lang Grundlage für eine Revolution in kurdischen Gebieten in Rojava. Öcalan hatte sich 20 Jahre in Damaskus aufgehalten. In dieser Zwischenzeit hat er Abkommen mit arabischen, mit armenischen, mit assyrischen Führungsschichten immer zu tun gehabt und gesagt, eine gemeinsame Zukunft, ein demokratisches Syrien wird von uns zusammen abhängen. Das war schon, die Grundlage war da. Sozusagen die Gesellschaften kannten sich gegenseitig. Und das war ein besonderes Anliegen der kurdischen Bewegung, auf die Freundschaft der Völker zu setzen. Und in der symbiotischen politischen Beziehung zwischen dem Regime und auch der PKK damals, es sollte eigentlich den Kurden in Rojava ermöglichen, doch ein bisschen frei atmen zu können. So dieser Aufenthalt in Damaskus in den 20 Jahren hat es den syrischen Kurden ermöglicht, ein bisschen von einem brutalen panarabistischen System ein bisschen frei atmen zu können. Syrien hat davon profitiert, dass es seine uralte Geschichte, Konflikte mit der Türkei über die Anwesenheit der PKK balancieren konnte. Der Hafez Esad hat davon auch profitiert, deswegen spreche ich von einer symbiotischen Beziehung. Beide haben davon profitiert. Das ist die Grundlage von der Revolution und ich denke, Rojava's revolutionäre Errungenschaften vom gesamten Kontext fernab zu sehen, ist schwierig. Das andere, was immer, ob das kritische Haltung bezüglich der Revolution in Rojava ist, man weiß wirklich nicht, was das Regime in den 50 Jahren seiner Macht, also auch vor dem Assad-Regime, dort aufgebaut hat. Es war ein pures diktatoriales System. Planwirtschaft war maßgeblich Monokulturen. Die Wirtschaft fand in der Form der Monokultur statt, also sowjetisches Modell, was auch in dem Parteiprogramm der Baas-Partei steht. Sie versteht sich als eine arabische sozialistische Partei, die halt auf Planwirtschaft basiert. Meinungsfreiheit war nicht gegeben. Und wenn Kurden in den Gefängnissen in Syrien landeten, dann wurde ihnen gesagt, nicht nur Mohammed, auch Allah ist Araber. Also vergiss. Das ist purer Rassismus. 350 Menschen wurden sämtliche Bürgerrechte enteignet. Brutalität war da. Und natürlich haben die Kurden sich bemüht, immer in Städten wie Qamishlo, auf dem Bazar, sich mit den Arabischen, mit den Aramäischen und mit den Arabern und Assyrern zusammenzutreffen. Aber mit der syrischen Opposition gab es immer Probleme. Und zwar, wenn wir von der syrischen Opposition reden, dann war die stärkste organisierte die Muslimbruderschaft. Ich kann vielleicht, als wäre ich ein Mann oder würde ich als Frau mit patriarchalen Denkstrukturen sein, kann ich ja sagen, mit den Muslimbrüdern kann ich ja was machen. Kann man politisch eine Koalition schließen. Aber da die Revolution demokratische Ansprüche stellt, deren eine goldene Regel die Freiheit der Frauen ist, wird es schwierig sein, dass die kurdischen Kurden, die progressiven Kräfte Rojavas
ein Bündnis mit den Muslimbrüdern in Homs, in Duma, oder die, die jetzt in Afrin besetzt haben. Das sind ja Araber aus dieser Stadt, die sich als Opfer des Regimes betrachten, aber kurdisches Land besetzt in Afrin, Serigan, Yildirim. So zu erwarten von der kurdischen Bewegung, diese als Opposition anzuerkennen, mit denen etwas zu machen, das ist problematisch. Das andere ist, wir haben auch das Problem, unsere Beziehung mit der türkischen Linke oder auch mit der Linken im Iran. Solange sich diese vom Nationalismus nicht befreien, ist es schwierig. Weil Beziehungen bauen auf gegenseitigem Respekt und Anerkennung. Wir sagen, wir wollen Syrien, wir haben den Anspruch, Syrien zu demokratisieren. Rojava versteht sich als ein Teil des zukünftig demokratischen Syriens. Das heißt, wir überlassen dem Regime oder dieser Opposition, und ich weiß nicht, welche Opposition? Die einen hören auf Moskau, die anderen hören auf Ankara, die einen hören, werden von Berlin finanziert. Ich weiß nicht, von welcher Opposition wir reden. Diese Opposition hat kaum was mit der Bevölkerung zu tun, es sei denn die Muslimbruderschaften. Die haben eine Basis in Syrien und mit denen leider kann ich als Frau nichts anfangen. Weil das sind andere Formen von islamischem Staat, die jegliche Rechte von Frauen und Nichtmuslime negieren. Das ist, kann nicht erwartet werden, mit denen, dass wir ein Bündnis schließen. Und ich denke, der Erfolg dieser Revolution liegt darin, dass die Kurden trotzdem, dass die arabischen Oppositionellen, die zum Teil jetzt auch in diesem demokratischen syrischen Council vertreten sind, es ist immer unterschwellig Rassismus dabei. Immer das Bedürfnis, den Kurden Ratschläge machen zu wollen. Und ein Volk, das immer benachteiligt worden ist, immer auf den herabgesehen worden ist, also auch im türkischen Teil Kurdistan, wir haben das ja alle erfahren, ja, diese dreckigen Kurden, diese Unzivilisierten, diese Bergvolk, die kommen aus den Höhlen, die stinken. Das war in Rojava nicht anders. Was haben wir gesagt? Okay, wir verstehen das Ganze, wir haben uns mit der Idee des Nationalismus auseinandergesetzt, weil wir Opfer von Nationalismus sind und gesagt, wir können nicht plötzlich zu Täter werden, weil die Geschichte uns eine Chance geboten hat, die Umwälzung der Region. Wir machen den Fehler, den andere machen. Nein, wir haben erfahren, also anders ist es möglich. Der Kampf bei den Kurden hat erstmal daran angesetzt, dass die Kurden sich selber von diesem europäischen Virus des Nationalismus, das mit dem Kapitalismus vor 200 Jahren über die Briten und die Franzosen in die Region gekommen ist, gesagt, wir wiederholen das nicht. Diese Region kann, diese Völkerstaatregion kann auch anders miteinander umgehen. Wir müssen Europa nicht kopieren, was zu zwei Weltkriegen geführt hat, dieser Nationalismus und mehrere Millionen Menschen. Wir können auch vernünftiger entscheiden. Also fangen wir an. Wir klopfen an den Türen der arabischen Scheiche in Rojava, in Ram Haseke, in anderen Städten sagen, schaut auf Libyen, schaut auf Irak, schaut auf andere Teile der Region. Wenn wir nicht zusammenhalten, passiert uns das, was dem Irak passiert ist, was in Libyen passiert ist. Wenn wir es anders wollen, müssen wir zusammenhalten, ob wir uns mögen oder nicht, ob wir Vorteile gegeneinander haben oder nicht. Schaut, es waren genug Beispiele da in der Region, auf die wir hingewiesen haben. Libyen, ein Staat, das eigentlich nur wirtschaftliche Probleme mit den USA hatte und politisch natürlich auch ein diktatoriales System war, anstatt das zum Opfer von neoliberalem Kapitalismus geworden ist. Oder auch Irak. Was ist heute daraus geworden? Nichts, keine Lösung. Menschen sterben immer noch. Menschen sehen sich jetzt nach Saddam. Menschen in Libyen sehen sich nach Gaddafi. Das amerikanische Modell, the Great Middle East Project, ist gescheitert. Hat nur Chaos, Blutbad angerichtet. Und all diese Beispiele haben uns Kurden dazu bewegt, doch anders zu denken. Das ganze, unser Land, was Kurdistan, ob das Rojava, Baku, Rojlat, Bashur ist, im Gesamtkonzept der globalen Neuordnung anders zu sehen. Eine kleine Oase zu entwickeln, in der eine andere Lösung möglich ist. Die Grundlage dafür war schon bereits gegeben mit dem kurdischen Befreiungskampf, das vor 40 Jahren im Norden angefangen hat unter der PKK. So, das heißt, es ist von null nichts aufgebaut worden, sondern da war schon eine. Und mit dem Zerfall der Sowjetunion, die ganzen Hinterfragungen, ist tatsächlich das Selbstbestimmungsrecht, muss das Selbstbestimmungsrecht durch Grenzveränderungen, durch die Gründung eines Nationalstaates möglich sein oder kann es auch nicht anders sein? Wollen wir jetzt gegen den Lausanner Vertrag, der jetzt nächstes Jahr 100 Jahre wird, kämpfen? Oder können wir auch mit diesem Lausanner Vertrag, diese Grenzziehungen, die uns Europäer beschert haben, darin auch eine Lösung finden? Und Priorität war, wir können das.
Und diese Revolution, was es besonders macht in Rojava, was gezeigt hat, dass Demokratie auch unter wirklich schwierigen Umständen in Rojava, wenn wir von der internationalen Koalition reden, dann reden wir von mehr als 50 Staaten, die involviert sind. Russland. Im Übrigen möchte ich auch auf Russland eingehen, weil im momentan wegen dem Ukraine-Krieg sich das Ganze polarisiert. Seit der Gründung der Sowjetunion bis Putin heute haben wir Kurden nichts Positives mit diesem Staat erfahren. Immer Betrug, immer Pragmatismus. Und die USA, die machen das offen. Es gibt noch heutzutage Leute, die glauben, dass Putin irgendwie der neue Lenin ist. Wir haben eine ganz andere Erfahrung mit Putin in Rojava in den letzten 10 Jahren gemacht. Der hat uns regelrecht zum Spielball der Machtpolitik gemacht. Um seinen Wut gegen die NATO auszudrücken, hat er die Türkei als NATO-Mitglied immer gegen uns aufgehetzt. Oder dann immer, wenn die Türkei zu pro-NATO war, dann Zugeständnisse an die Kurden gemacht. Das war das Spiel, was Russland in den 10 Jahren mit Putin mit uns in Rojava gemacht hat. Also uns ist die russische Politik in dieser Hinsicht nichts Neues. Von der Sowjetzeit bis heute schauen wir in Ostkurdistan, die Gründung der Republik Mahabad ist auch zugrunde gegangen, weil die Sowjets die Kurden damals auch betrogen haben. Und das ist eine Tradition der russischen Kurdenpolitik. Die ist uns nicht neu. Aber dennoch ist wichtig, als ein wesentlicher Teil von der Selbstverteidigung, dass diplomatisch man die Flexibilität hat, mit allen, die dort repräsentiert sind, im Rojava, und das sind viele Staaten, im Dialog zu stehen. Das heißt aber nicht, wenn die Kurden jetzt mit den USA, mit Russland, mit den anderen Staaten, europäische Länder, die jetzt in Rojava gang und hin und her kommen, immer reden muss. Das ist ein Teil des Selbstschutzes, ein Teil auch der Verteidigungspolitik. Verteidigung ist nicht nur militärisch. Verteidigung ist auch die Flexibilität haben, mit anderen in Dialog kommen zu können. Und das setzt natürlich voraus, dass man auch eine Stärke hat, und die hat Rojava. Sie hat erstmal die gesamte Bevölkerung hinter sich. Und diese Revolution hat deswegen gewonnen, weil erstmal die ganzen Diskrepanzen der Gesellschaft zwischen Männern und Frauen vor 30 Jahren abgebaut worden sind, erkämpft worden sind von der Frauenbewegung. Dann der Schritt, dass die Kurden mit den anderen ethnischen Komponenten, den Arabern, den Assyrern, den Armeniern und anderen Volksgruppen in einen Dialog getreten sind. Hätte das nicht stattgefunden, hätten wir Rojava von IS nicht befreien können. Wenn die Araber in Rojava selbst nicht zu dieser Revolution gehalten hätten, wäre es schwierig gewesen. Und ich denke, das kurdische Zugeständnis, immer bescheidener zu sein, auch wenn auf einem herabgesehen wird, von den anderen ethnischen Gruppen, die waren ja schon mehr privilegiert als die Kurden in Syrien. Dennoch, wir packen das Ganze an, wir überdauern das. Ich weiß an Gesprächen von Freunden, die vor Juli 2012, bevor die Revolution stattfand, dass man an den Türen der Scheiche geklopft hat, gesagt, lass uns zusammen die Zukunft dieses Landes in die Hand nehmen. Und was wurde gesagt, was ihr Kurden, was versteht ihr schon von Politik? Was wollt ihr, wie wollt ihr eine Stadt wie Ramschlo verwalten? Dennoch hat man gesagt, okay, wir fressen das erst alles mal, aber wir lassen nicht zu, dass Syrien wie Libyen wird, wir lassen nicht zu, dass Syrien wie Irak wird. So, das ist die revolutionäre Haltung. Wir fallen nicht in die Falle des Nationalismus ein. Wir kennen das zu gut. Niemand kennt das besser als wir. Also lernen wir daraus eine konsequent. Und das Schwierige in den 10 Jahren dieser Revolution, das wird ein permanenter Zustand sein, weil der Krieg ist nicht dieser Krieg zwischen IS und YPG oder den demokratischen syrischen Streitkräften, in denen jetzt auch die anderen Volksgruppen ihre Armeen haben. Nein, der Krieg ist in Köpfen. Es geht um einen Systemkrieg. Der eine Teil des Kopfes sagt, Demokratie ist gut, der andere kennt aber die Diktatur. Und die sind im permanenten Kriegszustand. Und das ganze System verhilft dazu, sich mehr für die Demokratie zu entscheiden. Deswegen spreche ich nie von Rojava als ein Ort des Paradieses, aber als Ort der Revolution. Eine Revolution, die von Menschenhand gemacht wird. Eine Revolution, in der Krieg immer mehr in den Köpfen stärker wird und zugunsten der Demokratie. Und da spielt die Frauenbefreiungsrolle eine immense Bedeutung.
im Gegensatz zu dem europäischen Feminismus, wo es eigentlich mehr um einen emanzipatorischen Prozess, also mehr Gleichberechtigung geht, geht es in der kurdischen Frauenbewegung um etwas anderes. Wir wollen nicht die gleichen Rechte wie die Männer haben, das lehnen wir ab. Denn in unserer Gesellschaft haben die Männer viele Rechte, die uns geschadet haben als Frauen. Was wir wollen es besser machen. Und deswegen ist der rote Faden dieser Revolution die Frauenbewegung, die ist in allen Strukturen. Von oben über die Co-Vorsitzenden bis nach unten, in den kleinsten Ecken, in den kleinsten Nanoebenen der Basisdemokratie. Und das ist diese Dynamik, die Rojava dazu verholfen hat. Und ich denke, das ist auch der Beitrag zu einer Veränderung in der arabischen Welt. Ich denke nicht, dass die arabische Opposition sich in dieser kurzen Zeit von Nationalismus befreien kann. Aber über die arabischen Frauen ist da eine Möglichkeit, deine Veränderung auch in dieser Gesellschaft durchzusetzen. Und da ist Rojava nicht nur kurdisch, Rojava ist auch regional und Rojava, wie ich hier in Frankfurt sehe, ist auch sehr global. Und ich hoffe auf die weitere Unterstützung, bis wir diese Revolution tatsächlich zu einer regionalen für die gesamten Völker des Nahen Ostens machen können. Vielen Dank. So, Martin, du hast jetzt die Aufgabe, das ein bisschen zusammenzuführen. Also es gibt, da entstehen ja wahnsinnig viele Fragen aus beidem, aus allem, was ihr gesagt habt. Also für mich taucht die Frage auf, die Idee des Transnationalen, was du, finde ich, hier sehr gut erläutert hast, die sozusagen bei euch den Abschied vom Nationalstaat bewirkt hat. Ich erinnere mich an den kenianischen war das ein kenianischer Abgeordneter, der jetzt bei der UNO, der zu dem Krieg in der Ukraine gesagt hat, wir als Kenianer haben koloniale Grenzen bekommen und wir haben verstanden, dass wir nicht diese kolonialen Grenzen bekämpfen können, sondern dass wir irgendwie eine Zukunft über diese kolonialen Grenzen hinaus entwickeln müssen, in denen die unterschiedlichen Ethnien ihren gleichberechtigten Platz haben. Das ist ja ein Vorschlag, den zumindest ein Teil der Kurden, die der PKK nahestehen, wenn ich das richtig verstehe, entwickelt haben, aber auch in einer Zeit, als die Globalisierung das vielleicht auch möglich gemacht hat. Ja, jetzt erleben wir ja sozusagen irgendwie so eine Art Rückfall, oder? Könnte man zumindest mal als These in den Raum stellen, in so nationalstaatliches Denken. Das wäre also zum Beispiel eine Frage von mir an dich, Martin, kann das noch halten als Idee? Und eine zweite Frage, fallen immer die Schlagworte Basisdemokratie. Gleichzeitig ist ja klar, dass es auch eine starke organisierende Kraft in den Gebieten, über die wir jetzt reden, gibt. Ja, du erwähnst sie auch immer über Öcalan. Also das ist ja eigentlich, es ist ja nicht nur ein Prozess von unten und vielleicht müsste man das doch noch mal ein bisschen zusammenführen in einer Sprache, die jetzt vielleicht auch ein westlicheres Publikum versteht, weil ich denke, ihr habt eure Sprache, die uns sich auch nicht immer erschließt. Ja? Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenbinden kann. Das ist... Ich habe auch irgendwie jetzt beiden zugehört und ich sehe natürlich auch das Publikum und ich kenne viele und ich weiß, dass viele eigentlich sehr viel über das wissen oder wissen von dem, wovon wir reden, wenn wir über Rojava reden, wenn wir über die kurdische Frage reden oder die Kurden in Syrien reden, vielleicht sogar über die Kurden in der Türkei, was Nilüfer auch gesagt hat. In den Eröffnungsworten auch von der Bürgermeisterin und von Zafir Kohn wurde auf die lange Geschichte von Medico hingewiesen, was wir mit den Kurden zu tun haben. Und Katja hat ja auch erzählt, als sie sozusagen mit ihrer lateinamerikanischen Erfahrung auf diese kurdische Frage bei Medico stieß. Und ich habe dann zugehört, welche Ereignisse du aufrufst. Ich kann mich noch an ein anderes Ereignis erinnern, da warst du auch völlig von den Socken. Das war eine sehr interessante Veranstaltung, nämlich im Zweiten Golfkrieg, wo wir an der Uni saßen. Du hast gemeint. Ah, okay. Und das war ja eine Veranstaltung, wo die Amerikaner einen Krieg angefangen haben, mit Lügen, das wissen wir alles. Und die Kurden aus Südkurdistan dort saßen und es super fanden. Sie fanden es richtig und sie waren froh. Ich weiß auch, dass
eure Bewegung das zwar nicht so laut gesagt hat, aber auch eigentlich ganz gut fand. Und bei allem, was dann passiert ist in diesem Krieg und wie die europäische und deutsche Linke natürlich gegen diesen Krieg mobilisiert hat, kein Blut für Öl. Wir kennen die großen Demonstrationen, die sich irgendwas halt. Ist das okay? Ist es zu schnell übrigens oder ist es okay? Okay. Was sich ja Leute heute auch wieder wünschen, Stichwort Ukraine, die Kurden einen anderen Blick darauf hatten. Die Kurden sahen das Problem der Amerikaner, das hat Nüllifer auch ausgeführt, also die amerikanische Geschichte im Nahen Osten ist blutig und ist imperial gewesen. Aber die Kurden haben natürlich auch gesehen, dass ein Schlechter gestürzt wurde, dass jemand gestürzt wurde, der tatsächlich eine genozidale Kampagne im Nordirak, also in Südkurdistan, geführt hat. Medico hat damals da gearbeitet. Wir haben Dörfer wieder aufgebaut. Wir haben mit den Anfal-Witwen zusammengearbeitet. Und das war diese Begegnung, von der Katja sprach. Und auf dieser Versammlung war die Ambivalenz sehr spürbar, dass die Kurden nicht für die Amerikaner waren, aber sie waren dafür, dass dieser Diktator geht. Er hat zu viel Blut an den Händen gehabt. Und damit umgehen zu können, das war immer ein bisschen eine Herausforderung für Linke und das war auch eine Herausforderung für Medico. Und ich finde, wir haben das immer insoweit gelöst, dass wir selber eine eigene Position als europäische Linke hatten. Wir haben aber immer gesagt, wir lassen diejenigen sprechen, die aus einer anderen Unterdrückungserfahrung vielleicht anders auf diesen Konflikt gucken und anders über diesen Konflikt reden. Und da komme ich sozusagen zu meinem Versuch, diese Brücke zu bauen, weil wir wurden hier eingeführt, Rojava 10 Jahre und das kurdische Erbe, was sozusagen Medico ein bisschen politisch vertritt und wo wir immer was gemacht haben. Der Bezug zu Syrien war aber nicht Rojava, als es anfing. Das hatte damit gar nichts zu tun. Rojava tauchte irgendwann auf und war da. Der Bezug war tatsächlich das, was Christine erzählt hat. Der Bezug war das, was Zafrir in seinen Anfangsworten vom Tahrirplatz erzählte. Und der Bezug war, ich kann mich daran wirklich noch persönlich erinnern, das war am 14.01.2011. Damals gab es so in der Friedensbewegung immer wieder Tagungen, wo man über einen demokratischen Nahen Osten redete, atomwaffenfreie Zonen und irgendwas. Und es wurden immer irgendwelche Leute eingeladen aus Palästina, aus dem Irak, aus Syrien, ein Muslimbruder aus Katar, und wir trafen uns in irgendeiner evangelischen Stift, wo man sich dann immer so trifft und diskutiert und überlegt, wie man das Problem lösen kann. Völlig fern jeder Wirklichkeit, völlig fern jedem Zugriffs, aber man hat ja immer Ideen, wie man es besser machen kann. So, das hat immer so einen Moment von alternativer Politikberatung, die nicht gehört wird. So, und irgendwann kam ein Muslimbruder, der war da, der war aus London da, der war auch ein bisschen umstritten, kam rein, riss die Tür auf und sagte: Leute, wir unterbrechen das hier alles, Ben Ali ist weg. Das war Tunesien. An dem Tag, er ist im Flugzeug, eine neue Zeit beginnt. Das ist das allererste Mal seit über 30 Jahren, dass wir die Leute rausschmeißen und nicht andere unsere Diktatoren stürzen. Stichwort Saddam Hussein. Die Versammlung wurde unterbrochen und der Syrer, der da war, ich glaube, der ist jetzt irgendwann im State Department ist der gelandet. Ich weiß nicht mehr, was der macht. Das ist auch egal. Der sagte, es war ein relativ stiller Typ, der sagte: So, und wir werden die Nächsten sein. Es wird etwas passieren und es wird ganz anders passieren, er wird nicht gehen. Das war die Aussage des Syrers. Es wird grauenhaft, es wird blutig und er wird nicht gehen. Und das war eigentlich sozusagen, dann kamen die Bilder, die hat Zafrir auch aufgerufen, dann gab es Ägypten, dann gab es Libyen, dann gab es Syrien. Und wenn man darüber sprach und spricht, dann ist es ja nicht nur das, was Christine aufgerufen hat, wie die Syrer auf die Kurden schauen und sich sozusagen als Opfer zweiter Klasse fühlen, weil man nicht über ihre Leiden spricht. Oder das, was Nüllifer erzählt hat, dieser wirklich krasse Bassismus, der wirklich so stark in den Leuten ist, dass selbst wenn ich mit wirklich linken Syrern geredet habe, sie nicht darüber sprechen können, was die Kurden machen, ohne irgendetwas dazu zu sagen, ohne irgendwie etwas zu sagen, dass es nicht wirklich richtig ist und dass es irgendetwas ist, dem man misstraut. Das war also selbst in den persönlichsten Gesprächen immer zu spüren. Aber als es anfing, hat sich Medico tatsächlich nicht auf die Seite der Kurden in Syrien gestellt, sondern auf die Seite der Demokratien in Syrien. Und das ist ein großer Unterschied.
Und das ist auch ein Unterschied ums Ganze. Und es hat es uns natürlich auch ermöglicht, sowohl mit Adopt the Revolution Aufrufe für die syrische Revolution zu machen, für die wir von 50% der Linken in Deutschland verprügelt wurden. Das darf man nicht vergessen. Man hat uns unterstellt, dass wir Regime-Change-Politik machen. Also ich wurde persönlich beschimpft, ich war ein Kriegstreiber, wir waren Kriegstreiber, Leute aus der Linken, die das damals unterschrieben haben. Jan, du hast es unterschrieben, hast total Stress gekriegt dafür. Ich kann mich noch gut erinnern. Du hast dann gesagt, sowas unterschreibst du nicht nochmal. Das ist mir zu anstrengend. So, also diese ganze Diskussion, wie man mit einem Aufstand umgeht, der für sich Demokratie einfordert und der für sich auch Hilfe einfordert. Ich war mit Willem, der ist ja auch hier, wir waren natürlich auch, als wir noch auch mit syrischen Gruppen, also nicht kurdischen Gruppen, sogar mit FSA-Gruppen unterwegs waren und das auch noch ging. Die Leute haben uns immer gesagt, ja klar, humanitäre Hilfe ist alles cool, das ist nett und das ist wichtig. Politische Hilfe ist auch wichtig. Wir brauchen eine Flugverbotszone. Wenn ihr uns schon keine Waffen liefert, macht eine Flugverbotszone, damit wir nicht getötet werden. So, und das ist das Einzige, was uns interessiert. Wir können uns ernähren, wir brauchen auch Medizin, alles richtig, aber wir müssen einen Schutz haben, den wir nicht bekommen. Und den wir von der Linken nicht bekommen. Auch von der progressiven Friedensbewegung nicht bekommen. Also, das ist ja nicht nur der Ground Zero des UN-Sicherheitsrats gewesen, sondern das war auch der Ground Zero einer internationalen Solidarität, wenn man von der klassischen Friedensbewegung aus mal das diskutieren würde, weil die klassische Friedensbewegung zwar gegen die Amis gewettert hat, kein Wort zu den Russen gesagt hat. Stichwort die Bombardierung von Aleppo. Kein Wort. Niemand hat darüber gesprochen. Man hat sich da irgendwie so rausgelogen, indem man gesagt hat, ja, die haben doch einen Vertrag, das ist kein Völkerrechtsbruch, die gehören doch zusammen. Und irgendwie ist es ja die richtige Seite so halb. Nein, es war natürlich nicht die richtige Seite. So, mir wurde gesagt, ich soll nicht über die Ukraine reden, mache ich nicht, keine Sorge, da ist es auch nicht die richtige Seite. So. Nein, das, was ich glaube, was nochmal, um auf die Frage von Katja zu kommen und auf was das Besondere der Kurden ist, ist nicht, dass die Kurden sind. Das ist völlig egal. Die Kurden haben ihre Kultur und ihre Sprache und das sollen sie haben. Das ist wirklich nicht interessant. Das ist für Leute interessant, die sich damit kulturell oder anthropologisch auseinandersetzen wollen oder für die Kurden selbst, aber für das politische Moment ist eigentlich nur interessant, das, was Nüllefer versucht hat zu beschreiben, dass sie tatsächlich mit allen Hängen und Würgen, mit allen Problemen versucht haben, eine andere demokratische politische Idee in diesem Gebiet von Syrien, was frei wurde. Es wurde frei gekämpft, es wurde aber auch frei gegeben von der syrischen Armee. Das hat Rojava der syrischen Revolution zu verdanken. Dass etwas gemacht wurde, was zumindest einmal eine Idee hat. Die Idee hat jetzt Nüllefer referiert, da muss ich jetzt gar nicht viel mehr zu sagen. Aber die vor allem eine Realität hatte, dass man tatsächlich versucht hat, alles zusammenzuführen, was da ist. Dass man sich versucht hat, zu verabschieden von einem Hegemonieprojekt seitens eines arabischen Basismus, dass man versucht hat zu sagen, es gibt hier verschiedene Sprachen, es gibt hier verschiedene Ethnien, es gibt verschiedene Religionsausprägungen, lasst uns das irgendwie zusammen tun. Lasst uns das zusammentun und lasst uns versuchen, das leidlich, ich würde sagen, leidlich demokratisch zu machen. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die nicht gut sind, über die man auch streiten kann. Es gibt sicherlich auch Autoritarismus. Es ist immer schwierig, ein politisches Projekt und ein demokratisches Projekt unter einer permanenten Kriegsdrohung oder in einem Krieg zu machen. Das ist ein Widerspruch in sich und das führt wahrscheinlich auch zu tendenziell autoritären Momenten, zu den Fragen, gehörst du dazu, gehörst du nicht dazu, Opposition, Nicht-Opposition, ab wann ist man oppositioneller und ab wann ist man nur kritisch und wie wird man dann behandelt? Das sind alles Fragen, die ich glaube, die man reden muss, die man auch offen reden muss und die auch nicht das Projekt selber in Frage stellen, sondern eher diesen Prozess befragen, der dort stattfindet. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man das tun muss und das, ich sage jetzt mal, die Kurden und Kurdinnen, das ist immer so eine Formel, aber ich mache das jetzt einfach mal in dem Begriff, weil es natürlich vielfältig ist. Sie müssen das zulassen,
Sie müssen auch zulassen, dass man unangenehme Fragen stellt, dass man vielleicht Fragen stellt, wieso macht ihr das so und was macht ihr hier und was macht ihr da und wieso dürft diese Zeitung nicht erscheinen oder was ist mit denen los? Das sind alles Sachen, die besprochen werden müssen, glaube ich. Das ist was Wichtiges. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, man kann das besprechen, ganz unabhängig davon, ob ich mit allen Antworten einverstanden bin, aber man kann es besprechen. So, und das fand ich immer auch einen Unterschied ums Ganze. Bitte? Und ein anderer Punkt, den ich auf jeden Fall noch sagen muss, finde ich, der wurde auch angedeutet, sowohl von Christine wie von Nilüfer, das ist die Frage der Unterstützung und der Hilfe. Medico hatte einen guten Punkt. Wir waren eine humanitäre politische Hilfsorganisation und deswegen haben sich bestimmte andere Fragen für uns nicht gestellt, einfach aus der Sache selbst heraus. So, wir sind keine Regierung gewesen, also haben wir keine Regierungsaufgaben gehabt. Wir sind keine Armee gewesen und sind auch keine Armee oder es ist keine Armee. Also war die Waffenfrage, da hat man eine Meinung zu, aber sie war keine Frage an uns. Was aber eine Frage an uns war, wie wir darüber denken, wenn das passiert und wie wir mit denen umgehen, die das einfordern. Und das allerdings finde ich etwas, was ich wirklich in dieser ganzen syrisch-kurdischen Geschichte gelernt habe. Ich habe gelernt von den Syrern, dass sie alles Recht der Welt hatten, eine Intervention zu fordern, egal wie die verlaufen wäre. Ich habe das total verstanden. Ich habe total verstanden, warum sie eigentlich Europa und die Europäische Linke angeschrien haben, im Sinne verzweifelt und irgendwann wütend. Warum lasst ihr uns alleine? Warum lasst ihr uns mit diesem Typen alleine? Am ehesten wisst ihr nicht, was er tut, aber wenn ihr wisst, was er tut, ist es doppelt zynisch und ist es ein Verbrechen. Ich habe das sehr gut verstanden, völlig egal, was das dann nach sich gezogen hätte. Darüber kann man dann lange streiten. Ich kann mich daran erinnern, wir waren im Auswärtigen Amt oder beim SWP, ich glaube, du warst auch sogar da, ich weiß es nicht mehr genau, und da hat irgendeiner vom Auswärtigen Amt gesagt, weil die Syrer das gesagt haben, wir wollen eine Flugverbotszone, dann haben die gesagt, 50.000. Dann haben die Syrer gesagt, das nehmen wir. So, dann haben die Leute gesagt, sind wir denn verrückt? 50.000 ist doch total viel. Und haben gesagt, nein, das ist nicht viel. Das ist natürlich schrecklich, aber wir wissen, was das ist. Und unter dem Maßstab, wir wissen, was das ist, sind 50.000 nicht viel. Und das war keine zynische Antwort. Es war eine vielleicht realistische Antwort. Das wissen wir nicht, weil es nicht passiert ist. Aber ab 500.000 wurde nicht mehr gezählt, wurde die Zahl politisch eingefroren. Das ist ja keine wirkliche Zahl. Tote Menschen. Ja, Tote, ja. Genau. So, das war das eine, was ich finde, was man sehen muss und verstehen muss, wenn man über Solidarität nachdenkt oder über eine politische Beziehung nachdenkt. Und das andere, das betrifft Rojava. Es gab hier und gibt hier aus guten Gründen eine Solidaritätsbewegung. Ich verstehe, dass die Syrer sich da immer so ein bisschen minder bemittelt fühlen. Aber natürlich für Linke ist ein linkes Projekt attraktiver als ein undefiniertes demokratisches Projekt. Das ist einfach so. Und es gibt natürlich auch eine ganz andere Übersetzungsleistung. Es gibt eine politische Übersetzungsleistung. Im Sinne dessen, dass Nilüfer vorgestellt hat, dass es eine politische Idee gab, die ist älter als die autonome Selbstverwaltung. Die kann man gut oder schlecht finden, aber es ist eine politische Idee. Es ist eine Idee ohne Grenzen. Es ist eine Idee der Demokratie aus der Differenz heraus. Es ist die Idee einer Anerkennung. Darüber kann man streiten, ob das alles so ist, aber es ist eine politische Idee und die syrische Revolution hatte keine Idee, außer das zu überwinden, was da ist. Das finde ich, und das heißt nicht, dass es ideenlose Leute waren, aber es gab keine politische Idee, finde ich. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist nur eine Beschreibung meinerseits. Aber, und jetzt komme ich vielleicht auch zum Ende, sonst rede ich zu lange, das, was zu Rojava bei aller Solidarität auch gehört, und das darf man auch nicht kleinreden, das ist die Unterstützung der internationalen Koalition. Ohne die Amerikaner wäre, Nilüfer hat es die Elefanten genannt, wären die kurdischen Ameisen, so viele sie waren und so mutig sie waren, sie hätten das nicht ohne die Amerikaner geschafft. So, und ich war in Kobane 3 Tage nach der Befreiung und ich habe den letzten Quadratmeter gesehen, wo sie noch gewesen sind. Und sie haben mir gesagt, diejenigen, die da sozusagen bis zum Ende waren, wir haben uns eigentlich, also bevor die Amerikaner eingegriffen haben, darauf eingestellt,
praktisch hier die letzte Schlacht zu führen. Wir werden irgendwann, können wir nicht mehr, irgendwann haben die anderen einfach die Übermacht, weil sie die amerikanischen Waffen hatten, darf man nicht vergessen. Und wir gehen dann hier einfach unter und setzen ein Fanal und das wird irgendwann aufgegriffen von der Zukunft und den weiteren Kämpfen. Das war so ein bisschen die Haltung derer, die dort waren bis zum Schluss und dann haben die Amerikaner eingegriffen. Und die Amerikaner haben eingegriffen auf eine ganz einfache und banale Art. Die haben mir das ja auch erklärt. Es hatte irgendwie, die hatten alle so Samsung iPads mit Google Map und dann haben die auf Google Map den Scharfschützen des IS angegeben. Und dann sind die Amerikaner gekommen und haben den Scharfschützen abgeschossen, wenn man ihn nicht vom Boden aus abschießen konnte. Das war sozusagen faktisch der Prozess, der Kobane mitbefreit hat. Und ich finde, wenn man darüber redet, muss man das mitsehen und muss man mitdenken. Und auch das ist eine Ambivalenz. Wir können wahrscheinlich viele, Nüllefer hat das auch angedeutet, über die Verbrechen des US-Imperialismus im Nahen Osten diskutieren. Das ist immer ein beliebtes Thema. Da gibt es auch wirklich viel, über was man reden müsste. Und das ist auch alles nicht schön, was da passiert ist. Aber ich würde sagen, was die Kurdenfrage und was Kobane in Syrien angeht, da haben die Amerikaner einfach mal was Richtiges gemacht. Sie haben das richtig gemacht und es ist gut, dass sie da sind. Es ist gut, dass sie da sind, so ambivalent es ist, weil ohne sie würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ich finde auch das, das heißt also der Schutz gegenüber der Türkei. Und ich finde, dass man das sehen muss, wenn man als Linker, progressiver Linker, darüber redet und dass es vielleicht auch ein paar Hinweise darauf gibt, wie man über die Welt nachdenkt, dass die Welt auch ein bisschen komplizierter geworden ist und die verschiedenen Prozesse, die laufen, mehr Seiten hat als das Richtige und das Falsche. Und wenn wir über 10 Jahre Rojava reden, dann würde ich ja immer sagen, wir reden über die Vermöglichung einer eigentlich unmöglichen Idee. Wir reden über Demokratie ohne Grenzen, was im Nahen Osten echt ein bisschen irre ist, über sowas zu reden, weil die Grenzfrage ist eine ganz zentrale Frage. Also heute vor 100 Jahren wurde sozusagen Smyrna angesteckt und sozusagen das war der Beginn des Endes des Griechentums in Kleinasien und des Beginn des Neutürkentums. Und da hat all diese Hegemonie und dieses homogene Staatsvolk, alles hat sich daraus entwickelt oder da ist es sozusagen manifest geworden. Also das aufzuknacken, das finde ich total gut an dieser kurdischen Idee in Syrien, ob das übertragbar ist, ob sich das andere auch machen können, da habe ich ein bisschen meine Zweifel. Das findet zurzeit nicht wirklich statt. Aber es sind ja auch erst 10 Jahre. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Landstrich und diese Gegend, dass es Aufmerksamkeit verdient. Und das ist Aufmerksamkeit auch im Sinne dessen, zu schauen, was da passiert und zu gucken, ob die das hinkriegen. Und nicht nur, was auch wichtig ist, Solidarität gegen einen türkischen Einmarsch, sondern tatsächlich sich ein bisschen damit zu beschäftigen, ob es im Nahen Osten und Ecken geben kann, wo es vielleicht mal jenseits von ethnischer Zuschreibung und religiöser Zuschreibung funktioniert mit demokratischen Prozessen oder leidlich demokratischen Prozessen. Wenn das gelingt, dann ist es ein total großer Erfolg. Und wenn es den Kurden gelingt, das zu tun, dann ist es aus ihrer Geschichte, Nüllefer hat vorhin schon über Mahabad geredet, das erste Mal vielleicht neben dem Nordirak, was auch natürlich eine kurdische Autonomie hat, aber anders ist, der Versuch, dass die Kurden tatsächlich auch in der Frage der Repräsentation Subjekt ihrer Geschichte werden und da sind. Und die Forderungen, die sich daraus ableiten, hat Safri Kohn am Anfang gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, ist Anerkennung. Anerkennung im Sinne, dass man sie sieht, sich mit ihnen bespricht und ihnen in irgendeiner versucht, weiter zu helfen. Und jetzt höre ich auf, weil irgendwie wird hier schon auf die Uhr geguckt.
Das Problem ist, dass es einen strikten Zeitplan gibt. Ja? Wenn ich jetzt, wie viele Minuten haben wir? 7 Minuten. Okay, das wollte ich jetzt nochmal nachfragen, weil wir werden hier wir beginnen ja die Diskussion, die sich jetzt über 2 Tage ziehen wird. Ja? Von daher denke ich, war es jetzt hier eine Einführung. Wenn ihr jetzt noch mal kurz reagieren wollt, ist mir das recht, aber dass wir dann zum Ende kommen. Ja, warte mal. Erstmal die Christine, dann du. Super. Ja, danke. Also ich fand das jetzt, ich glaube, wir haben schon einen sehr guten Rundumschlag gemacht und wahrscheinlich hat es jetzt alle auch schon so ein bisschen erschlagen, weil es unglaublich viel ist. Aber ich finde, es gibt auch gerade, du hast dieses Bild, Niloufer, benutzt von der Oase. Und ich finde diese Oase total spannend. Ich frage mich aber auch, wie ist sie überlebensfähig? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich heute stärker denn je stellt. Und die Bedrohung ist stärker denn je, aber es gibt auch eine Chance, denke ich, die größer denn je ist. Denn das erste Mal, also vor allem in den letzten Monaten, hat sich das abgezeichnet, die Rückführung von syrischen Geflüchteten aus der Türkei. Also es gibt seit Monaten wirklich eine intensivierende Deportation von syrischen Geflüchteten innerhalb der Türkei, aus Istanbul, aus großen Städten an die Grenze, an die syrische Grenze, um dieses Projekt der Türkisierung, wenn man so möchte, Nordsyriens und des Einmarsches zu rechtfertigen. Also wir haben Freunde, Bekannte, das sind Kulturschaffende, die jetzt wirklich, die haben jahrelang illegal de facto in Istanbul gelebt, die werden jetzt deportiert, sitzen jetzt in den Knästen und kommen nicht raus. In Syrien gab es jetzt in Nordostsyrien, was sozusagen türkisch besetzt ist, gab es jetzt wirklich das allererste Mal die Verbrennung von türkischen Flaggen im türkisch besetzten Gebiet, wo man mit der türkischen Lira zahlt, wo türkische Krankenhäuser sozusagen die Menschen versorgen, die ja auch alle, ne, also Binnengeflüchtete, ich hatte es vorhin mit diesem Bild von Berlin nach Frankfurt über Köln und nach Bremen bezeichnet, also viele Menschen in Syrien sind 3-4-fach vertrieben. All diese Menschen erleben jetzt gerade auch in Nordsyrien, dass die Türkei ihnen nichts Gutes will. Und ich finde darin, also so traurig das ist, haben wir das allererste Mal auch eine Chance darin, dass wir sehen, es gibt den Mut, also wir mit unseren Partnerinnen, wenn wir mit denen sprechen, die kritisieren schon sehr lange die Türkei, aber sie sagen, sie können das öffentlich nicht tun. Das ist einfach, also de facto ist es eine Selbsteinweisung ins Gefängnis. Und dass jetzt dieser Mut auf der Straße auch passiert, dass es jetzt auch diese öffentliche Ankreidung gibt, ich glaube, das ist Momentum. Und ich würde stark dafür plädieren, dieses Momentum zu nutzen und diese Strahlkraft, von der gesprochen wird, von Rojava, ich muss ganz ehrlich sagen, die ist, und ich habe, also mehrheitlich sozusagen bin ich eng verbunden mit Menschen in Syrien, die arabisch sind, die ist nicht da. Die ist nicht da, weil es immer wieder abgetan werden kann, leider als ideologisch-kurdisches Projekt. Das ist, was du auch gerade meintest mit dem Zweifel. Ich habe den Zweifel. Ich glaube, da sind aber ganz viele wichtige Sachen drin in dem Projekt Rojava. Und was aber nicht passiert und was nicht passiert durch die Fragmentierung, dadurch, dass eine Stadt wie Raqqa nicht wieder aufgebaut wurde von der internationalen Gemeinschaft, ja, da sieht es immer noch aus wie Raut und Krüben, also wirklich kurz nachdem der IS da rausbombardiert wurde, dadurch, dass die Regionen fragmentiert sind, es gibt einfach kaum Begegnungen. Und ich glaube, wenn man Punkte findet, wie beispielsweise die Aufarbeitungsprozesse von der Verfolgung durch den IS, die Rolle der Türkei, aber auch zum Beispiel Accountability-Prozesse, russische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, wo wir mit dem ECCHR, ihr habt ja auch, glaube ich, gerade einen Artikel von Andreas Schüller auf der Webseite veröffentlicht zu den Möglichkeiten, wie man wie das verfolgt werden könnte. Also sind Fragen, die sind eigentlich gesamtsyrisch relevant. Und ich glaube, diesen Blick darauf zu lenken, ohne das Projekt Rojava als solches sozusagen in seiner Bedeutung zu unterminieren, aber gleichzeitig anzuerkennen, es gibt ganz viele gemeinsame Fragen und da gemeinsame Wege zu suchen und zu gucken, können wir darüber wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist wirklich, nur dann kann es zukunftsfähig sein, denn wir haben, und das möchte ich noch ganz kurz vorlesen von einem Partner von uns aus Nordsyrien, mit dem haben wir gesprochen in den letzten Tagen, seine Cousine ist gerade von einem türkischen Drohnenangriff umgekommen, sie war 18 und wir haben ihn gefragt, was er sich für die Zukunft wünscht. Und ich lese das nur ganz kurz vor. Und da hat er gesagt, also er lacht und hört ungefähr 1 Minute lang nicht auf zu lachen. Und dann jetzt kommt das Zitat. Ich hatte eigentlich gerade die letzte Kippe für heute geraucht, aber nach so einer Frage muss ich mir doch noch mal eine anzünden.
Die USA haben für diese Region eine Verantwortung übernommen, der sie nicht gerecht werden. Sie ruhen sich darauf aus, dass aufgrund ihrer Militärbasis in Derik diese Stadt nicht angegriffen wird. Es werden aber die Dörfer um Derik herum beschossen. Die Türkei wird gewinnen, wenn sie niemand stoppt, aber die SDF kann ihr realistisch nichts entgegensetzen. Eine Option wäre, dass das Regime hierher zurückkommt, also das syrische Regime, und die Selbstverwaltung entsprechend Kompromisse eingeht. Ich und viele andere AktivistInnen könnten dann zwar nicht länger bleiben, weil wir für unsere friedliche zivilgesellschaftliche Arbeit vom Regime als Terroristen gesucht und verfolgt würden, aber dann gäbe es immerhin Klarheit. Der derzeitige Limbo ist unerträglich. Wenn es um eine Utopie geht, die ich mir wünschen kann, ich möchte, dass die Selbstverwaltung ernst genommen wird. Ich arbeite und studiere an der Uni Rojava auf Kurdisch. Ich will, dass mein Abschluss etwas wert ist. Dafür braucht es die Anerkennung. Dafür müssen wir die Weltgemeinschaft gewinnen und dabei brauchen wir eure Unterstützung. Es geht um alles oder nichts. Ich möchte endlich wissen, wie meine Zukunft aussieht. Der Martin hat sich auf einige meiner Punkte weiter ausgeführt, aber zu Punkt USA möchte ich klar sein. Also ich bin weder Joe Biden noch Putin. So, wir haben ein Problem mit der Türkei. Gestern war der 100. Jahrestag der Vernichtung von 50.000 Griechen in Izmir. Ihr hättet euch die Bilder anschauen sollen. Sagen Sie, ja, wenn Griechen nochmal jetzt die Schnauze aufmachen, so hieß das wortwörtlich, tun wir sie alle wieder ins Meer. Das ist die Türkei, von der wir gefährdet sind, die 500.000 Assyrer umgebracht hat, Seyfo, 1,5 Millionen Armenier und dann permanenter Zustand des Genozids gegen die Kurden. Und wir haben eine 900-Kilometer-Grenze mit der Türkei in Rojava. Würden wir die ganzen internationalen Kräfte nicht dort zulassen, könnten wir nicht überleben. Wir sprechen von einem Regime, dem türkischen Regime von Erdogan, der die ganzen IS-Leute immer noch rekrutiert in Idlib, in Azaz, in Afrin, in den Gebieten, besetzten Gebieten. Da lauern Hunderttausende von Islamisten, die nur darauf warten, dass Erdogan gewinnt und sie den Nahen Osten zu dem neuen Osmanischen Reich machen. Rojava ist auch daher wichtig für den Schutz regional und global. Deswegen ist es wichtig, alle Akteure da irgendwie in Rojava zu haben, um überleben zu können. Nicht, weil wir besonders sehr glücklich sind mit der Existenz der anderen, die machen es auch schwierig, weil sie auch die Türkei als Proxy gegen uns einsetzen. Die Türkei aus Erdogans Perspektive regional gesehen, er will die Macht, aber die anderen, die das wissen, dass Erdogan so eine Schwäche hat und die mit unserem Modell, was wir da aufbauen, was eine Zukunftschance bietet, ob jetzt Rojava überlebt oder nicht, die Idee ist ausgebreitet, das ist wichtig. Die Idee ist jenseits der Grenzen angekommen und die Menschen haben den Geschmack der Freiheit kennengelernt in Rojava. Die haben damit mitgewirkt, die Objekte sind zu Subjekte geworden in der Revolution, deswegen denke ich, ist das nicht das Problem. Aber ich möchte nicht, dass wir so in die Ecke gestellt werden, dass wir die Amerikaner reingeholt haben, dass wir stolz darauf sind, das und dies oder die Russen oder der Iran ist ja auch da, Israel ist auch da, Saudi-Arabien ist da, Dubai ist da. Ich weiß nicht, ihr könnt alle Staaten aufzählen, die ihre Hand da im Spiel haben. Aber das bietet uns die Chance, über Diplomatie auch das ganze Gebilde zu schützen. Ansonsten kann die Türkei uns in einem Tropfen Wasser ersticken? Nee, ertrinken. Das ist das Problem. Also die Türkei ist unser Problem. So, wir müssen daher ums Überleben kämpfen, diplomatisch gesehen. Also das ist der einzige Grund der internationalen Koalition dort. Ist es okay, wenn ich dir nicht nochmal das Wort gebe, Martin? Weil wir sind hier im Zeitverzug. Ich würde gerne aber doch das Ganze nochmal so dem Ganzen ein Schlusswort geben, weil ich glaube, es war in einer Sache doch sehr lehrreich, auch wenn es aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven kam, dass die Idee des transnationalen, die Differenz jetzt nicht in einem eigenen ethnischen Nationalstaat sich zu verwirklichen, selbst wenn sie gefährdet ist, eigentlich etwas ist, was über das hinausweist, worüber wir heute sprechen. Und das wäre vielleicht auch ein kleiner Hinweis an Europa, wo wir immer nur über das Nationale nur noch sprechen, ja, sondern dass es eigentlich ums Transnationale geht, was aber die Differenzen berücksichtigt. Mir ist, ich lese gerade ein vom Schatten begrenzter Raum,
von unserer Büchner-Preisträgerin. Und so sehr ich auf Deutschland fluche, bin ich dann stolz, dass wir so eine Büchner-Preisträgerin haben. Özdamar, Sevgeni Özdamar, die genau das beschreibt, die Türkei, die nochmal die ganze Geschichte der Türkei aufruft als eine einzige Geschichte der Unterdrückung der Linken, eine Geschichte des Nationalstaats, eine Geschichte, die schon in den Militärputsch von 1980 eigentlich den Islamismus vorbereitet. Also das ist sich selber, also ich bin noch Augenzeugin des allen, habe es auch vergessen, sich das nochmal vor Augen zu führen. Sie fängt nämlich auch an einer griechischen Insel an, wo sozusagen das Gemeinsame alles verloren gegangen ist, weil es türkisch besetzt wurde. Und insofern, glaube ich, haben wir hier schon mal einen sehr, sehr wichtigen Anfang gemacht, über die Region zu reden und nicht nur über die Interessen der jeweils einzelnen Bewegungen, die vor Ort da sind und die natürlich alle weder jetzt nicht überleben können in Syrien, weil Assad mit Hilfe von Russland auf so grauenhafte Weise gewonnen haben oder wirklich in einer prekären Situation sind, dass Nilüfer sagen muss, wenn es nicht überlebt, bleibt die Idee. Also da sieht man ja auch nochmal, von welcher prekären Situation wir sprechen. So, also vielen Dank für die erste Runde. Ich glaube, das war ein sehr gelungener Auftakt. Okay, dann. Nein, ist alles gut, dann werde ich mein Lieblingszitat irgendwann im Laufe des Tages noch anbieten. Ja, genau.